Hallo, wir sind Day of the Destruction TV. Wir sind heute auf einer tollen Veranstaltung. Die Stimmung hier ist gerade ganz gut. Day of the Destruction 9 ist nämlich heute. Wir sind in der Nähe von Hannover. So, hier ist auch der Thomas Zeige. Den haben wir hier getroffen vom RL Fight House. Schön, dass du da bist, Thomas. Ja, hallo erstmal, Freya. Und schönen Dank, dass du Zeit hast für mich. Und hey, wir sind froh, hier sein zu dürfen. Und ja, bisher eine super Veranstaltung. Leider hat unser Kämpfer keinen Kampf bekommen, aber Zuschauer macht auch Spaß. Schöne Kämpfe bis jetzt gesehen, wunderbar. Genau, ihr seid eigentlich gekommen, um heute hier selber ein bisschen Gas zu geben. Hier ein Junge vom RL Fight House hast du mitgebracht. Genau. Du bist viel unterwegs mit deinen Leuten, habe ich gesehen. Immer eine große Gruppe. Ja, wir sind immer eine große Gruppe. Heute waren wir an zwei Events zum Beispiel. Ein Team von uns ist in Düsseldorf, MMA-Event. Wir sind hier. Wie gesagt, unser Fighter konnte leider nicht starten, weil sein Gegner abgesagt hat, aus Krankheitsgründen. Aber wir sind immer dabei, wo was gefightet wird halt eben. Das ist unsere Spezialität vom RL Fight House. Genau, das ist die Spezialität. Aber ich war neulich ja bei dir zu Gast. Und da habe ich gesehen, du bist auch hin und wieder in so einem Musikvideo. Ja, wir betreiben ja auch noch ein Plattenlabel. Mehr dazu vielleicht auf einer anderen Veranstaltung. Ja, wir sind eigentlich ein sehr erfolgreiches Plattenlabel, ein erfolgreiches Kampfsportstudio. Wir machen alle Sachen halt eben, multikonventional. Du machst ja noch was anderes, ne? So deine Spezialität ist ja hier so der Handkantenschlag, sag ich mal, ne? Also habe ich neulich live erleben können. Ja, stimmt. Ja? Die Kokosnuss war faul an dieser Stelle. Das stinkt, Leute. Der Baseballschläger, der war nicht faul, nein. Nein, aber nein, der war gut. Nein, ich habe einige Weltrekorde und Rekorde im Powerbreaking. Das sind so Disziplinen halt eben, wo man verschiedene härtere Materialien mit der Hand zerschlägt. Genau, du zerschlägst sie mit der Hand, habe ich gesehen, auch ohne irgendwas. Ohne irgendwas, ohne Schutz, ohne alles. Da wird einfach pur mit der Hand draufgehauen. Genau, wir haben eine junge Schülerin von dir gesehen, die hat das so gemacht mit der Faust. Ja. Ich glaube, so fängt man an. So fängt man an, aus Sicherheitsgründen. Man schlägt dann mit der Faust halt eben drauf. Das schützt doch schon ein bisschen mehr, als wie mit der Handkante. Aber wir sind am Üben, fleißig. So, also so geht das nachher. Ich habe es gesehen, live. Es hat funktioniert, ja. Und ja, damit, vielleicht sehen wir dich damit bald in Hamburg beim Day of Destruction Nummer 10 am 18. April. Vielleicht machst du da mal so einen Handkantenschlag. Ich würde mich sehr freuen, weil Day of Destruction 10, allgemein alle Day of Destruction Events sind der Hammer. Wir sind ja immer dabei und ich freue mich darauf, wenn wir Kämpfer stellen können, wenn wir selber was machen können. Und ist einfach die Veranstaltung, wo man das Who is Who des Kampfsports ist beim Day of Destruction. Genau, wir sind ja auch hier bester Kickbox-Event des letzten Jahres geworden. Da warst du auch dabei. Mit Recht. Wir haben alle fleißig gewotet und wie gesagt, ich kenne auch nichts Vergleichbares und wir kommen echt bundesweit rum. Wir können auch über die deutsche Landesgrenze rüber hinweg sind wir aktiv. Day of Destruction ist es halt. Das ist so. Ja, also, das ist ja irgendwie ein ganz schönes Ende. Da bleibt mir auch gar nichts weiter zu sagen, außer Tickets kaufen hier beim RL Fight House zum Beispiel. Genau. Respekt und Loyalität. RL Fight House, Stresemannstraße 374 in Hamburg. Genau. Und natürlich auch fleißig weiterhin kommen, überall, wo es Kampfsport gibt. Wir sind Day of Destruction TV. Wir danken Thomas Zeige für das kurze Interview und sagen, stay tuned. Danke. Ciao. Danke euch.